Bulgarien, korruptestes Land der EU. Diesen Titel wäre Sofia gerne los. Mit dem EU-Beitritt 2007 hat Bulgarien Reformen versprochen, um die mächtigen Oligarchen zu bekämpfen. Trotzdem halten 80% der Bulgaren Korruption nach wie vor für weit verbreitet. Jedes Jahr gehen dem Land so 11 Milliarden Euro verloren. Das entspricht einem Sechstel des Bruttoinlandsprodukts in einem der ärmsten Länder Europas. Bereits seit dem Sommer gehen die Bulgaren deshalb auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt von Premierminister Boyko Borisov. Er ist seit 2009 an der Macht in bisher drei Regierungen. Doch seine Mehrheit schwindet und die Parlamentswahlen im März könnten seiner Zeit ein Ende setzen. Wir stehen hier auf der Adlerbrücke, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte von Sofia. Im Sommer hatten sich hier tausende Demonstranten versammelt. Manche haben sogar ihre Zelte aufgeschlagen. Sie wollten damit gegen die Korruption an der Staatsspitze protestieren. Mittlerweile wurde das Camp geräumt. Doch die Demonstranten fordern nach wie vor den Rücktritt von Regierungschef Boyko Borisov, der das Land seit einem Jahrzehnt regiert. Der Verkehr fließt wieder, aber der Anschein von Normalität trügt. Um die Aktion Occupy Sofia zu beenden, hatte Borisov eine Verfassungsreform vorgeschlagen. Die Demonstranten sehen darin jedoch nur ein Ablenkungsmanöver, denn die Korruption ist immer noch omnipräsent. Всичко тук, което виждате, институциите не го виждат. Това е територия, която е придобила особен статут извън законите и конституцията на страната. Или? Auf diesem im Juli veröffentlichten Video versucht Hristo Ivanov, eine Landesflagge an einem Schwarzmeerstrand zu hissen. Der ist eigentlich öffentlich, wurde aber von dem regierungsnahen Oligarchen Ahmed Dogan in Beschlag genommen und ist deshalb jetzt für die Bürger tabu. Es war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Besonders junge, gut ausgebildete Bulgaren, die im Ausland studiert haben, wollen sich mit der Situation nicht abfinden. Was hier vorgeht, kann im übrigen Europa keiner begreifen. Jeder Staat hat seine Mafia, aber in Bulgarien besitzt die Mafia ihren eigenen Staat. Einen Staat ohne Regeln, ohne Gesetz, in dem Strafen nichts wert sind. Die Protestbewegung hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sich auch in Bulgarien etwas ändern könnte. In Bulgarien war es bisher immer das Gleiche. Vor den Wahlen wacht die Zivilgesellschaft auf und hinterher schläft sie dann wieder ein. Doch dieses Mal bin ich viel optimistischer, was die Erfolge, die Absichten dieser Bewegung angeht. Die Regierung beteuert, man habe die Kritik wahrgenommen. Sie sagt aber gleichzeitig, dass die Mehrheit des Volkes sie gar nicht teile. Die Demonstranten sind keine verantwortungsbewussten Leute, mit denen man Verhandlungen oder Diskussionen führen oder gemeinsame Vorstellungen von diesem Land entwickeln kann. Das ist übrigens das Manko dieser Demonstrationen, denn für Demonstrationen braucht man einfach nur Wut. Um eine solche Bewegung aber in politische Arbeit umzumünzen, braucht man eine Vision und konkrete Vorschläge für die Zukunft. Bulgarien steht, anders als Polen oder Ungarn, nur selten im Visier der EU. Doch die Demonstrationen haben den Blick auf Sofia verändert. Seither hat auch Brüssel mehrfach Verstöße gegen den Rechtsstaat kritisiert. Für die Protestbewegung ist die Unterstützung der EU unverzichtbar. Die Presse nennt sie das toxische Trio, ein Anwalt, ein Bildhauer und ein PR-Manager. Die drei gelten als die Hauptorganisatoren der Demonstrationen. Was die Proteste gezeigt haben, ist, dass die Regierung jeden Cent an EU-Geldern in die eigene Tasche steckt, obwohl das Geld doch den Bürgern zusteht. Ganze Scharen Bedürftiger oder Angehörige von Minderheiten bekommen bei jeder Wahl Geld, egal ob bei den Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen. Doch Brüssel und Europa schauen dem tatenlos zu. Im kommenden März stehen in Bulgarien Parlamentswahlen an. Das Trio will dafür die Protestbewegung in einer politischen Formation bündeln. Verhandlungen sind bereits im Gange, auch mit dem derzeit sehr gefragten und sehr populären Showmaster Slavi Trifonov.
Trifonov, eine Art bulgarischer Beppe Grillo, nimmt in seiner Sendung allabendlich die Regierung aufs Korn. Er besitzt einen eigenen Fernsehsender und ist Vorsitzender einer Partei, die zur drittstärksten Kraft im Parlament werden könnte. Manche werfen ihm Populismus vor, doch er steht dazu. Wir gehören nicht zu dem System, das durch die traditionellen Parteien charakterisiert wird. Und ich denke, in vielen Staaten gibt es derzeit ganz klar einen Wunsch nach Veränderung. Das heißt, dass alles Alte die Macht abgeben muss. Wir positionieren uns also ganz klar als Antisystempartei. Wer wird Bulgarien ab März nächsten Jahres regieren? Für die Demonstranten steht fest, Gojko Borissow muss weg. Die eigentliche Frage lautet deshalb, wie kann die überall grassierende Korruption beendet werden? Das wird das Hauptanliegen der neuen bulgarischen Zivilgesellschaft sein.